Dann das Bier gegen Rap-Stuff. Das Bier macht einfach ein besseres Video. Dann wird das. Und ja. Rap-Stuff, vielleicht bringt sich um, etwas. Es war einmal eine gescheiterte Existenz. Die nannte sich Rappity Rap, Stuffity Stuff. Joa, nun hat er kein eigenes Leben, Bruder, was geht ab? Das Highlight dieser Woche ist endlich der krasse Schmuck. Er denkt, er wäre übelst, aber doch war noch schlechter als Boss. Und darum schickt er eine Quali an das Phoenix-Rap-Turnier. Aber wurde leider nicht genommen, weil ich Gegner dort rasier. Macht ihr einen eigenen Kanal und fühl dich einmal wieder Boss. In meinen Augen nur behindert, scheiße, und doch er rennt los. Scheiß was Eigenes zu machen, klaut er alle Videos und zieht sich an den großen Kurs. Nur auf dich wartet der Tod. Der übertriebene Rapper, der übernimmt das Turnier. Ich will, dass du deine Stimme verlierst. Wir willst du mit dummem Gelaber, denn das gilt vernichten. Du dummer Vollspaß, hat man nie ins Gehirn geschissen. Doch Bilder von Eminem, um dann noch auf cool zu tun. Du dummer Hurensohn, so du wurdest auf der Flur geboren. Von wegen Rapstar, Dicker, du bist etwas. Und das, was ich beschämen könnte, also Nicker, jetzt raus. Rapstar, wir bohren in einen Dreckskampf. Rapstar, mach dich hier langsam fest. Rapstar, damit er endlich Sex hat, fick ich ihn hier weg, denn für mich bist du leider weg, Spaß. Rapstar, mittlerweile in der Dreckstadt. Rapstar, der immer noch Respekt macht. Rapstar, und die Frage, wer ist jetzt schwarz, erfindet er schon geil, denn er steht drauf, wenn man ihn wegklatscht. Seine Mutter mit der Schwanz in seinem Mund und selbst die Jury hat gesagt, am besten bringst du dich gleich um. Wenn Mutter Witze, Mutter leise, schlechter Auto, alles ein Sack, warum bist du bloß so böse? Fühlst du dich wirklich allein? Rap mal weiter in die Dose, deine Mutter kennt das gut, denn hatte sie damals die Zeit, dann ist sie heute deine Wut. Doch leider hab ich kein Verständnis und kein Mitleid für den Spaß, denn selbst dein Vater hat dich aufgegeben und sie zum gebracht. Das Bier und ich ficken jetzt voll in die Ritze, wir spritzen in dich rein. Dann bist du voll mit Promille, du Motherfucker. Mit was nimmst du bitte deine Songs auf? Mit deinem Handy-Mic und chillig vom Balkon aus. Anfängerturnier, ja okay, aber bitte Rap-Stuff. Dann liefer doch wenigstens ein bisschen Rap-Stuff. In meinen Augen hat das Bier hier die Oberhand, denn du bist ja leider nicht viel wert, wie mein Dosenpfand. Rap-Stuff, wir bohren in einen Dreckskampf. Rap-Stuff, mach dich hier langsam fest. Rap-Stuff, damit er endlich Sex hat, fick ich ihn hier weg, denn für mich bist du leider weg, Spaß. Rap-Stuff, mittlerweile in der Dreckstadt. Rap-Stuff, der immer noch Respekt macht. Rap-Stuff, und die Frage, wer ist jetzt schwarz, erfindet es schon geil, denn er steht drauf, wenn man ihn wegklatscht. Rap-Stuff, wir bohren in den Dreckskampf. Schreib aber nicht in die Kommentare, dass du hier jetzt irgendwie der Baba bist oder so. Du bist es nicht. Wann hat er das in die Kommentare geschrieben? Das hat er in die Kommentare geschrieben, irgendwie der Beste oder so. Oh, okay. In der Beste. 1,5 Punkten. Das heißt, du bist aktuell in der Gesamtstatistik der schlechteste. Schlechter als Box. Das verstehe ich. Also, dass man schlechter als Box sein kann. Ja. Du musst dir einfach wirklich ein neues Mikrofon kaufen und an deiner Audioqualität arbeiten, weil die Audioqualität, das ist echt schlimm. Das klingt, ich weiß nicht, als würdest du, keine Ahnung, einen Schwanz im Mund haben beim Rappen.